vorläufiges Durchschnittsentgelt gesunken, höhere Rentenansprüche im Jahr 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1. Januar 2022 haben sich verschiedene Rechenwerte in der Sozialversicherung geändert. Manche sind gestiegen, manche sind gleich geblieben und manche sind sogar gesunken. Und ein Wert, der für uns Rentenberater und auch für die Rentenversicherung extrem wichtig ist, das ist das sogenannte vorläufige Durchschnittsentgelt. Aus dem Jahr 2021 von 41.541 Euro ab dem Jahr 2022 auf den Wert von 38.901 Euro gesunken. Grund für die Änderung des Durchschnittsentgeltes war unter anderem die Corona-Pandemie. Und mit der Änderung, mit der Absenkung des vorläufigen Durchschnittsentgeltes im Jahr 2022 auf die sogenannten 38.901 Euro ändern sich auch die Rentenansprüche im Jahr 2022. Und ich mache mal ein einfaches Rechenbeispiel. Wir nehmen einfach mal an, dass wir im Jahr 2021 einen Verdienst haben von 50.000 Euro. Ja, also hier 2021 verdient unser Arbeitnehmer 50.000 Euro. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie viele Entgeltpunkte erhält unser Arbeitnehmer im Jahr 2021, wenn wir die 41.541 Euro als Durchschnittsentgelt zugrunde legen. Und dann machen wir nichts anderes, als dass wir hier diesen Wert durch diese 41.541 Euro dividieren. Und dann kriege ich sozusagen als Entgeltpunkte 2021 ist gleich 1,2036 Entgeltpunkte. Ja, also unser Arbeitnehmer erhält für das Jahr 2021 bei dem Durchschnittsentgelt von 41.541 Euro und einem Bruttojahresverdienst von 50.000 Euro genau diese Entgeltpunkte. Das nützt uns natürlich nicht allzu viel, sondern Sie wollen ja wissen, wie hoch dann seine Rentenleistung wäre. Und da machen wir ganz einfach Folgendes. Rente 2021. Da sage ich ganz einfach die 1,2036 Entgeltpunkte multipliziere ich mit dem aktuellen Rentenwert 34,19 und heraus kommt dann ein monatlicher Rentenanspruch von 41,15 Euro. Das heißt also, unser Kunde für das Jahr 2021 hat Rentenansprüche monatlich erworben ab 2021 in Höhe von 41,15 Euro. Wenn ich aber jetzt den Verdienst nehme 2022, machen wir das gleiche wieder. Unser Arbeitnehmer hat 50.000 Euro verdient. 50.000 Euro. Und das teile ich jetzt durch das Durchschnittsentgelt, durch das vorläufige Durchschnittsentgelt von 38.901 Euro, dann komme ich auf einen Entgeltpunktestand für das Jahr 2022 von 1,2853 Entgeltpunkte. Ja, und jetzt haben wir schon einen kleinen Vergleich. Jetzt haben wir schon einen kleinen Vergleich und sehen, aha, wir hatten ja hier im Jahr 2021 1,2036 Entgeltpunkte bei gleichem Verdienst wie 2022 und jetzt bekommen wir hier schon 1,2853 Entgeltpunkte. Also hier schon eine gewisse Steigerung vorhanden. Und jetzt möchte ich wieder wissen, was macht das an Rentenleistung aus im Jahr 2021? Also nehme ich die 1,2853 Entgeltpunkte und multipliziere das wieder mit dem Rentenwert 34,19 Euro und heraus kommt dann eine Monatsrente von, was habe ich ausgerechnet, 43,94 Euro. Das heißt also, unser Mandant, unser Arbeitnehmer, bekommt im Jahr 2022 für vergleichbares Einkommen mit niedrigerem Durchschnittsentgelt eine um 2 Euro
79 höhere Rente als im Jahr 2021. Ich habe mir erlaubt, mit dem aktuellen Rentenwert 34,19 bis zum Ende 31.12.2022 durchzurechnen. Uns ist heute noch nicht klar, wie hoch die Rentenwerterhöhung zum 1.7.2022 in den alten Bundesländern ausfällt. Deswegen ist das jetzt erstmal hier nur eine Annahme, dass wir bei 34,19 diese Differenz haben von 2,79 Euro höhere Rentenleistung. Ich gehe davon aus, wenn zum 1.7.2022 es eine Rentenanpassung geben wird, dann würde sogar dieses Delta, also der Unterschiedsbetrag der Rente aus 2022 und der Rente 2021 noch höher ausfallen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.